Specifically, insbesondere Programmers and hardware manufacturers are getting, Programmierer und Hardwareentwickler haben immer mehr und mehr Druck von der Gesetzgebung, um Hintertüren in ihre Produkte einzuarbeiten. His General Counsel at EFF. In 2007 he received the title of one of the best attorneys of the years in the California Lawyers Magazine. And he will tell us more about this problem with an overview of today's issues. Thanks. All right. Thank you. Thank you, everybody. Good afternoon. Welcome. Welcome to CCC, and I'm glad to see you, so many of you people here today. What we're going to talk about today is the fight for encryption in 2016. Let's see, we're going to get the slides up here. There we go. So yeah, my name is Kurt Opsahl. Okay, wir haben ein bisschen technische Probleme. General Counsel with the Electronic Frontier Foundation, which is a non-profit organization dedicated to defending your rights online. Ich bin von der EFF, der elektronischen Electronic Frontier Foundation. Fangen wir an mit einer Übersicht an, wie was in den letzten Jahren passiert ist. Es gibt ein paar gute Nachrichten. Zunächst einmal, dass es starke End-to-End-Verschlüsselung gibt und Geräteverschlüsselung gibt, und die sind in meisten Gesetzgebungen immer noch legal. Und es gibt immer mehr und mehr Implementationen davon. Davon gibt es später mehr. Die schlechten Nachrichten sind, dass Regierungen immer noch Wege zu finden versuchen, Plaintext-Zugang zu verschlüsselten Texten zu bekommen. Und das machen sie, indem sie Druck auf Firmen ausüben und entsprechende Gesetze erlassen. Und der schlimmste Aspekt ist, um das zu umgehen, ist, die ganzen Technologien zu blockieren und damit die Leute das eben überhaupt gar nicht erst benutzen können, eben auf dem Netzwerk leveln und eben Malware-Angriffe durchzuführen. Oder eben sogar Angestellte zu verhaften, die mit der Entwicklung von Verschlüsselungstechnik angestellt sind. Bevor wir dazu kommen, fangen wir mit den grundlegenden Sachen an, mit einer Übersicht der Verschlüsselungsdebatte und was alles passiert ist. Warum mögen wir Verschlüsselung? Das sind vielleicht wahrscheinlich viele hier schon sehr überzeugt davon. Verschlüsselung schützt unsere Daten und unsere Infrastruktur. Sie hilft, sowohl Privatsphäre und Sicherheit zu garantieren. Aber wir haben unsere Regierung, die beängstigt ist, dass alles dunkel wird. Sie haben keinen Zugang mehr die Gesetze zu bezwingen. Im letzten Jahr hatten wir ein paar gute Bewegungen in der ganzen Debatte. Ich möchte ein paar davon hervorheben. Es geht nicht mehr so um Datenschutz versus Sicherheit, sondern Sicherheit versus Sicherheit. Das sind ganz besonders gute Neuigkeiten, weil die Debatte meistens so geführt wird, dass es um Sicherheit und Daten gegen Datenschutz geht. Und das war eine rhetorische Figur von Menschen, die die Verschlüsselung schwächen wollten, die mehr Zugriff auf verschlüsselte Kommunikation haben wollten und die so über diese Geschichten gesprochen haben. Und indem mit den Leuten gesprochen wurde, konnte man das Verständnis dahin drehen, dass es für die Sicherheit eigentlich besser ist, wenn wir starke Verschlüsselung haben. Es gab auch ein gesteigertes Verständnis bei den Entscheidungsträgern dafür, dass das Ganze nicht ohne einen Preis kommt, und auch einiges Verständnis dafür, zum Beispiel von meiner Organisation, dass Code sowas wie Sprache, freie Rede ist. Und dass von der Regulation Einschränkungen auch über die freie Rede kommen, auch wenn wir über Code sprechen. Encryption and anonymity help enable freedom of expression.
Verschlüsselung ist ganz, ganz wesentlich, damit wir überhaupt sowas wie freie Räder haben. Lass uns mal jetzt ein bisschen Perspektive über das ganze Geschichte bekommen. Dieses Going Dark, diese starke Verschlüsselung, dass das noch nicht in der Geschichte da gewesen ist, dass die Regierung nicht in Kommunikation reinschauen konnte. Wir gehen ein bisschen zurück in der Zeit und schauen uns mal im 18. Jahrhundert an, als ein Schlosser, Joseph Brahma, ein nicht knackbares Schloss entwickelt hat. Und er hat eines der zeitigsten Bug-Hunting-Programme darauf losgelassen. Er hat eine Belohnung ausgelobt, um dieses Schloss zu knacken, hat es an seine Tür gehängt und die Leute eingeladen, das zu knacken. Und es hat 67 Jahre gedauert. Und selbst dann hat es den Knacker noch 51 Stunden gekostet, um dieses Schloss zu knacken. In dieser Zeit hat dieses Schloss ziemlich, ziemlich gute Sicherheit geboten, dieses auch für die Regierung schwierig machte, durch dieses Schloss hindurchzukommen. Wenn man jetzt ein Safe baut mit diesem Schloss dran, dann kann der immer noch dünne Wände haben oder schlecht gebaut sein, aber das Schloss hält. Und die Gesellschaft hat diese 67 Jahre, wo das Schloss nicht klackbar war, tatsächlich trotzdem überlebt. Gut, dann schaut uns mal erst die große Sache des letzten Jahres an. Ein sehr, sehr großer öffentlicher Showdown zwischen Apple Computers und dem FBI. Seit vielen, vielen Jahren hat das FBI versucht, in Smartphones reinzukommen. Es ist ihnen klar geworden, mit dem Smartphone ist ein hervorragendes Fenster in das Leben von Menschen. Sie wollen also Zugriff darauf haben und gucken, was Leute damit machen. Sie haben es zuerst über den legalen Weg versucht, also über Gerichtsbeschlüsse. Und es gibt zwei Schlüsselfälle, die diese Debatte kennzeichnen. Der eine ist aus Brooklyn in New York. Und der andere in San Bernardino, Kalifornien, ein bisschen später. Im ersten Fall war es ein ziemlich Routinefall. Es ging darum, in das Telefon eines verdächtigen Methamphetamine-Dealers. Die hatten das Telefon, sie wollten dort rein und brauchten einfach Beweise, um ihn zu überführen. Und vielleicht noch ein kleines bisschen mehr. Und so schrieben sie das Gericht an, eine Anweisung, dass um Apple zum Knacken dieses Telefon zu bekommen und verließen sich auf den All Writs Act, ein spezielles Gesetz dafür. Das war nicht ungewöhnlich. Das war recht normal, dass sie zum Gericht gehen und nach diesem Zugriff gefragt haben. Es war ungewöhnlich, dass sie eine dritte Partei angegangen sind, um Zugriff auf dieses Telefon zu kommen. Und das Gericht hat etwas sehr Merkwürdiges getan. Sie waren recht unsicher und sagten, na, wir sind nicht sicher, ob diese Argumentation so tatsächlich funktioniert. Wir brauchen mal noch ein bisschen mehr Information darüber. Also haben sowohl Apple als auch die EFF und die ACLU Stellung dazu genommen. Und dieser sogenannte All Writs Act ist ein Gesetz. Es ist ein Gesetz, was eigentlich ganz, ganz viele Phänomene einschließen kann. Eines der ältesten Gesetze der USA, 1789 erlassen worden. Und es klingt ein bisschen verschränkt, sagt aber, es sind alle Maßnahmen, die nötig oder notwendig sind, um in dieser Jurisdiktion mit gesetzlichem Prinzip Zugriff zu erlauben. Es war ein ganz einfaches Werkzeug, im Grunde ein Fallback-Gesetz. Wenn kein anderes Gesetz greift, dann kann man immer noch sich auf den All Writs Act berufen und versuchen, damit eine Order zu bekommen. Im Februar 2016 gab es dann den California iPhone Case.
Nach den schrecklichen Terrorangriffen in Kalifornien, wo zwei Angestellte des San Bernardino Health System Feuer eröffnet haben und eine Menge Leute getötet haben, geflohen sind und dann schließlich getötet wurden in einer Schießerei mit der Polizei. Es war ein ziemlich schrecklicher Angriff, der sehr breit, über den sehr breit berichtet wurde. Und mehrere Monate nach diesen Angriffen wollte der FBI Zugriff auf ein iPhone bekommen. Also das Telefon war in der Benutzung von einem der Angreifer und hat es in einem schwarzen Auto zurückgelassen. Und nach ein paar Monaten nach den Angriffen wollen sie dann in dieses Telefon hineinkommen. Also haben sie diese Bewerbung das Gericht hat es dann an Apple weitergeleitet und am selben Tag war das dann. Not a whole lot of deep thought went into whether this was possible. Also es ist nicht viel Gedanken da reingegangen, ob das überhaupt möglich war. Wollten sie diese where after a certain number of failed attempts to access the phone, it would erase itself. They wanted to be able to submit. Es gab Sicherheitsmechanismen, dass wenn man das Passwort auch zu oft eingibt, dass es dann alles gelöscht wird. Und sie wollten keine Verzögerung in diesen Zeit zwischen Passworteingaben haben. Das war die Anfrage, dass diese Sicherheitsmechanismen außer Kraft gesetzt werden, damit sie eben eine Brute Force Attacke gegen das Telefon fahren können. So Apple ist damit dann beauftragt wurde, ein neues Betriebssystem zu entwickeln, das der Regierung dann den Zugang gibt. Aber das Gericht ließ eine Sache offen. Apple, wenn du das beanstanden willst, dass es eben zu aufwendig ist, dann kann Apple das tun. Und das ist Apple, was Apple auch getan hat. Und ungewöhnlicherweise hat der CEO Tim Cook von Apple einen großen öffentlichen Brief geschrieben und hat das betrachtet als, dass sie zum einen nicht die Möglichkeit haben und zum anderen, dass die Möglichkeit auch zu gefährlich ist, es überhaupt umzusetzen. Es gab viele Briefs, ungefähr 40 davon, und von vielen verschiedenen Gruppen, viele, die sich auf die Seite von Apple geschlagen haben. Es gab auch wenige, die auch für die Regierung standen. Und eine davon möchte ich jetzt hervorheben, das ist von der San Bernardino, das ist District Attorney, das ist der Chef von der lokalen Area. Also man sollte aufpassen, dass es gefährlich ist, denn es könnte auf dem Telefon ein schlafender Cybervirus liegen. Vielleicht, also als Antwort, ja, vielleicht sollen wir dann vielleicht gerade deswegen doch keinen Zugang drauf kriegen. Der FBI-Direktor Comey fing an zu sagen, dass es also nicht nur um überhaupt in ein Telefon zu kommen, sondern um einen Vorfall zu legen und um damit dann eben Zugriff auf mehrere Telefone überhaupt zu bekommen. Und er hat die Frage gestellt, gibt es überhaupt Räume, an die man nicht rankommen kann? When we had for 67 years the uncrackable lock. We may have had warrant-proof spaces before. So wie da bei dem Schloss vorhin gab es auch damals schon sichere Orte, die nicht crackbar sind. Und das ist if somebody has access to that, they have a more than just a little bit of evidence, they have a window into your soul. Sie haben ein Fenster in deine Seele. Es war eine große Kontroverse. Es gab in den nationalen Nachrichten, es gab eine Umfrage. Und es war ungefähr 50-50, ob Apple jetzt Zugang geben sollte oder ob es den Zugang verwehren sollte. Okay, die Leute waren geteilter Meinung, aber was war
besonders beeindruckend darüber, was, okay, wenn wir die Information für einen Terroristenangriff nehmen, brauchen. Und ja, dass es eben ein spezieller Fall ist, aber selbst dann war ihnen es nicht möglich, eine Mehrheit auf ihre Seite zu bekommen. Und sowohl die Zivilgesellschaft als auch die Industrie kamen zusammen, um Apple in dem Fall zu unterstützen. Sie meinten, das ist ein Präzedenzfall, nicht nur dadurch, dass man in ein Telefon reinkommt, sondern darüber, dass die Regierung jemanden zwingt, eine neue Software zu schreiben, die tatsächlich Sicherheitslücken hat. So, es gab dann eine Anhörung, angesetzt für den März 2016. Und dann hörten wir von dem Richter aus Brooklyn. Das ist schon eine Weile in der Arbeit gewesen. Und die Richter sagen, das wird eine ganze Menge dauern, wir müssen uns das sehr genau anschauen. Aber nicht sehr lange, nachdem diese News rauskam über den Kalifornien-Fall, veröffentlichte der Richter seine ziemlich detaillierte Meinung und sagte, Apple muss dieses Gerät tatsächlich nicht öffnen, es muss es nicht knacken. Genau, das ist nicht zu unterstützen, was das FBI da in dem Fall getan hat. Es ging weiter mit der Anhörung und plötzlich kamen neue Nachrichten. Einen Tag vor der Anhörung sagte das FBI, ja, wir versuchen eine neue Art und Weise in das Telefon reinzukommen. Können wir die Anhörung noch ein bisschen verzögern? Wir wollen das ausprobieren. Das ist tatsächlich am Tag vor der Anhörung passiert und viele Leute sind bereits aufgebrochen, zu dieser Anhörung rechtzeitig da zu sein. Ich selber war unterwegs zum Flughafen und so konnte ich mir die Reise zumindest sparen. Und das war recht überraschend, eine sehr, sehr überraschende Entwicklung in der letzten Minute. Und eine Woche später veröffentlichte das FBI, ja, wir sind drinne in dem Telefon. Die Anhörung ist nicht mehr notwendig. Es wurde tatsächlich abgebrochen. Die Details darüber wurden auch bekannt. Es gab einen Exploit, der sehr deutlich über $1 Million gekostet hat. Und es war mehr als der FBI-Direktor im Jahr oder in einem gewissen Zeitraum verdient. Und es war ein Hack, der anscheinend am iPhone 5C und älteren Geräten funktioniert. Und der Schlüsselfaktor ist, es gibt nicht das Touch-ID-Feature auf diesem Telefon, kein Secure Enclave. Und anscheinend war es tatsächlich etwas, worüber sehr wenig Details haben. Das FBI hat also den Fall tatsächlich zurückgezogen, weil der Exploit für sie funktioniert hat. Und deswegen gab es tatsächlich kein Urteil des Richters, ob das entsprechende Gesetz sich auf diesen Fall beziehen könne. Eine kurze Zeit später gab es eine Berufung, die wurde dann aber tatsächlich wieder zurückgezogen. Und weil der Passcode für dieses Telefon dann tatsächlich erhalten werden konnte. Das bedeutet insgesamt, dass jetzt in dem Fall wir keine Präzedenzfälle dafür haben, ob die Regierung tatsächlich Firmen zwingen kann, den Zugang zu Geräten auf diese Art offenzulegen. Es gab eine Entscheidung, die aber tatsächlich auf den niedrigsten Ebenen der Jurisdiktion getroffen wurde. Da ist noch sehr, sehr viel Berufungsmöglichkeiten offen, sodass es noch nicht so bindend ist wie höhere Urteile. Wir warten immer noch über den nächsten Fall, wo diese Argumente wieder angebracht werden. Weiterhin gab es seitens der Regierung keine Veröffentlichung, wie sie tatsächlich an diese Schwachstellen rangekommen sind. Der Fall hatte sich weiterentwickelt und man überlegte, ob dieser Fall quasi als Werkzeug benutzt wurde, um diese Informationen zu bekommen. Was ist mit dem Vulnerabilities Equities Process? Das ist ein Prozess, der durch den Freedom of Information Act herausgekommen ist. Und es ist ein Prozess, wo
die Exekutive den sie durchführen muss, es geht um die Frage, wie müssen die Verwundbarkeiten offengelegt werden seitens der Regierung, wenn sie erkannt werden. Es geht darum, welchen Schaden richtet dieser Schaden für die Allgemeinheit oder dieser Zugang für die Allgemeinheit an, versus den Benefit, den die Regierung dadurch bekommt, dass sie diesen Zugriff erhalten kann. Es stellte sich raus, dass das FBI diese Verwundbarkeit nicht aufgekauft hat, sondern einfach einen Blackbox-Exploit. Das heißt, sie hatten überhaupt nichts aus ihrer Sicht, was sie veröffentlichen mussten. Sie mussten durch diesen gesetzlichen Prozess nicht durch und etwas veröffentlichen. Was hat Apple getan, um darauf zu antworten? Nun, das sind ein paar der Ziele, die Apple veröffentlicht hat, die sie sich selbst gesetzt haben. Sie versuchen weiter die Secure Enclave zu nutzen. Sie versuchen die Anzahl der Passwörter, die man eingeben kann, einzuengen und versuchen es schwieriger zu machen, Offline-Attacks durchzuführen. In der Secure Enclave befindet sich ein Hardware-Zufallsgenerator, sodass nicht mal Apple weiß, welche Zufallsnummer auf dem Gerät erzeugt wird. Das Ganze wird noch vermischt mit der User-ID und dem Passcode, sodass Apple selber sehr, sehr wenig Informationen hat, die sie überhaupt herausgeben können, um so ein Gerät zu knacken. Sie versuchen außerdem ein Bug Bounty-Programm zu etablieren. Sie bezahlen sehr viel weniger, als auf dem Markt möglicherweise bezahlt wird, aber es ist immer noch ein wichtiger Schritt nach vorne. Apple war tatsächlich eine der letzten Firmen, die so ein Bug Bounty-Programm aufgesetzt haben. So, was wird die Regierung jetzt als nächstes tun? Was sie nicht machen wollen, ist, sie wollen sich nicht darauf verlassen, Hacks einfach zu kaufen. Das heißt nicht, dass sie das überhaupt nicht tun würden. Tatsächlich gibt es mehrere Fälle, wo sie Exploits erschaffen haben oder zumindest gekauft haben. Es gibt die NSO Group, die über andere Arten versucht hat, Zugriff auf das Telefon eines Oppositionellen zu bekommen. Es gibt eine Regel namens Rule 41, eine neue Regel in den Vereinigten Staaten für die Verfolgung von Strafverdächtigen. Die macht es tatsächlich einfacher für Richter, festzulegen, dass die exekutive Network Intrusion Tools verwenden darf, um in die Endgeräte der Nutzer reinzukommen. Die Regierung ist auf jeden Fall willens, das zu tun, aber sie würden es vorziehen, dass die Firmen ihnen einfachen, direkten Zugriff geben. Sowas wie den goldenen Schlüssel für Security. Gut, was kann daran überhaupt schiefgehen? Wenn man Zugang zu diesem bronzenen Schlüssel hat, dann kann man sogar selbst mit diesem Foto und einem 3D-Drucker kann man wahrscheinlich diese Schlüssel selber machen. Und das ist genau das Problem, schief gehen kann. Wenn man Zugang zu einer speziellen Methode hat, dann muss man natürlich sicherstellen, dass diese Methode nicht in die falschen Hände fällt. Um jetzt mal ein bisschen an die Politik zu wenden. Fangen wir an, vor knapp einem Jahr gab es ein Anliegen, um Präsident Obama dahin zu bewegen, um eine stärkere Einstellung zur Verschlüsselung zu bekommen. Es gab 100.000 Unterschriften auf der Seite safecrypto.org und die Antwort war, ja, jetzt werden wir erstmal keine Gesetzgebung machen. Das ist keine sehr starke Antwort, aber es ist wenigstens nicht das Gegenteil. Und dann später in 2016 sagte Obama, wir sollten keine absolute Sicht auf diese Dinge haben. Und damit meinte er,
Also entweder muss man Sicherheit haben oder wenn man eine mit einem Backdoor hat man eine schwache Sicherheit. Also man kann nicht Verschlüsselungen und Hintertüren haben. Das ist gerade sehr symptomatisch von Politikern, die sich damit befassen. Es geht genau darum, Kompromisse zu finden und die Technologie lässt das nicht zu. Und das ist eben eine politische Frage und keine mathematische oder technologische Frage. Und wir müssen da eben, und das ist gefährliches, eine gefährliche Denkweise. Das ist, und dann, November, 8. November, haben wir einen neuen Präsidenten auf dem Feld. Um wie wird das gehen? Ja, wir wissen, Trump ist jetzt noch nicht offiziell Präsident, aber hier sind ein paar Sachen von Trump auf die Sache. Trump hat ein paar Äußerungen zum Apple-Fall. Am Anfang hat er gesagt, was denken die eigentlich, wer sie sind? Wir müssen dieses Telefon öffnen. Und als die Diskussion dann weiterging, meinte er dann, er benutzt sowohl iPhone als auch Samsung. Und wenn Apple die Informationen nicht überhandeln, müssen wir eben Apple boykottieren. Und dennoch, wie ernsthaft war das? Er tweetet immer noch von einem iPhone und das ist ein Bild von ihm, als er ein Reddit AMA auf seinem MacBook tut. Wir können nicht wirklich sagen, wie ernsthaft diese Aussagen waren. Es gibt auch noch ein paar weitere Hinweise von den Nominierungen, die Trump für seine Ministerien und für seine Regierung vorgeschlagen hat. Der neue Attorney General Jeff Sessions hat geäußert, er war schon lange dafür, dass das Gesetzeshüter Zugriff auf die Telefone haben sollten und dass Tim Cook das eben nicht die Ernstheit dieses Problems verstanden hat. Und der CIA-Chef Mike Pompeo möchte Hürden abbauen für die Überwachung. Und es ist sehr verdächtig, wenn jemand starke Verschlüsselung benutzt. Das ist ein sehr, sehr gefährlicher Gedanke. Dann gibt es die Burr-Feinstein-Bill. Von Senator Feinstein. Das heißt auch, zu versuchen, es geht darum, Leute darauf anzuhalten, dass sie sich an Gerichtsbeschlüsse halten. Das klang eigentlich gar nicht so unvernünftig, aber es war unvernünftig. Es würde darum gehen, Leute dazu zu zwingen, Kommunikation offenzulegen, gespeicherte Daten offenzulegen. Es würde sich auf den App Store auch beziehen, wenn diese Firmen einen App Store unterhalten, dann müssten alle Apps, die in diesen App Stores sind, schwache Kryptographie oder eine Backdoor beinhalten. Das müsste auch tatsächlich durchgesetzt werden durch den Hersteller. Und das würde Computer, so wie wir sie heute kennen, quasi zu Unrecht erklären. Zum Glück ist es nicht sehr weit gekommen, dieses Gesetz. Und der Kongress hat sich das ein bisschen angeschaut. Es gab ein paar Komitees, die sich das angeguckt haben. Es gab ein paar Berichte darüber. Aber sie haben einen großen Schritt vorwärts gemacht, indem es tatsächlich gesagt haben, es geht um Security versus Security. Und sie haben ein paar Änderungen am Gesetz vorgenommen. Da ging es um das Gesetz, über das wir gerade gesprochen haben. Und sie haben auch anerkannt, dass die Schwächung von Kryptographie tatsächlich schwere Nachteile mit sich bringen würde. Und ein bisschen gefährlicher, sie sagten, eine Lösung dafür wäre doch, dass man das direkt beim Enduser ansetzt, dass man quasi den Endnutzer befiehlt, seine Daten auf Wunsch zu entschlüsseln, unter Androhung von Strafe.
Wenn Sie sich angucken, worum es in der Technologie ohne Backdoors geht, dann muss man sagen, dass das zumindest die richtige Richtung geht. Das ist, wie der Status zurzeit gerade ist. Gut, dann schauen wir uns jetzt das Vereinigte Königreich an. Dort gibt es den Investigatory Powers Act. Der ist bereits erlassen worden, ist bereits in Gesetzeskraft und wird ganz oft the Snoopers Charter genannt, weil es wir hier eine sehr, sehr große Ermächtigung zu Überwachung zu tun haben. Es geht darum, dass sämtliche Kommunikation sowohl vom Verteidigungsministerium als auch die Polizei auf Metadaten, auf tatsächliche Kommunikation, auf die Webseitenhistorie zugreifen darf, inklusive Metadaten wie Zeitstempel. Und das Ganze bis hin zu 12 Monate in die Vergangenheit. Als europäische Gerichtshof sagte, nein, das machen wir allerdings nicht mit. Der Europäische Gerichtshof sagte, nein, das geht tatsächlich zu weit, wenn man ohne Unterscheidung des Einzelfalles E-Mails, Screen zum Beispiel, das ist tatsächlich nur für gezielte Eingriffe gerechtfertigt, dort wo es wirklich, wirklich notwendig ist, schwere Verbrechen zu verfolgen. Das wird ein herber Rückschlag für das Snoopers Charter. Dieses Urteil berührt allerdings nicht die Teile des Gesetzes, die mit Backdoors zu tun hatten. Ein weiteres Problem ist, dass das Vereinigte Königreich ja bald die EU verlässt und dann natürlich auch die Jurisdiktion und damit dieses Gerichtsurteil nicht so mächtig ist, wie es hätte sein könnte. Aber hoffentlich entfaltet es abseits davon noch eine gewisse Wirkung. Gut, was sagt dieses Gesetz nun über Verschlüsselung? Es sagt ein paar sehr komplizierte Sachen, die jetzt nicht wirklich direkt über Verschlüsselung sprechen. Sie sprechen über Code of Practice, es redet über technische Kapazitäten und die Mitteilungen darüber, so dass ein Provider die technische Kapazität bereitstellen muss, um sozusagen vor der Veröffentlichung neue Produkte oder neue Services der Regierung ansagen muss, seitens der Industrie, um eine Erlaubnis dafür zu bekommen. Das schließt auch neue Verschlüsselungstechniken ein. Worum geht es da jetzt genau? Es wird etwas genauer definiert. Darum geht es, dass der Secretary of State diese Order ausgibt. Der Home Secretary im UK schaut sich das dann nochmal an, ob es tatsächlich praktikabel ist, ob es verhältnismäßig ist. Das klingt eigentlich erstmal ganz gut, aber ich bin überhaupt nicht sicher, ob der Home Secretary die richtige Person ist, um das wird tatsächlich abzuwägen. Und das könnte sehr, sehr schnell dazu führen, dass also Backdoors oder dass solche Technical Orders sehr, sehr schnell ausgegeben werden. Dazu gibt es eine automatische sogenannte Gag Order, dass die Industrie also nicht über diese Anweisung sprechen darf, sodass es sehr schwierig ist, gegen sie zu kämpfen. Und man darf tatsächlich diese Anweisungen auch an Einheiten außerhalb, also Firmen zum Beispiel außerhalb des Vereinigten Königreiches ausgeben. So, geht es um Backdoors. Es geht darum, dass die elektronischen Sicherungen entfernt werden, den der Hersteller dort möglicherweise eingelegt hat. Im Grunde ist es ein bisschen verschleiert, aber es ist ein sehr, sehr gefährliches Ansinnen. Es ist herausfordernd für Leute, die tatsächlich ihren Geschäften im Vereinigten Königreich nachgehen wollen und die sich tatsächlich fragen müssen, auf der rechtlichen Seite, unterlege ich dieser Jurisdiktion? Das ist eine sehr gefährliche Sache. Was die EU angeht, bewegt sich die Verschlüsselungsdiskussion ein kleines bisschen langsamer in letzter Zeit.
in den verschiedenen Räten. Es gibt den Justice and Home Affairs Council, der sich das sehr genau angeschaut hat und tatsächlich über eine Balance gesprochen hat zwischen Strafverfolgung und Datenschutz. Und das Ganze ist immer noch in der Diskussion. Und es gab diesen sehr guten Report, den ENISA-Report, die von der Europäischen Cybersecurity Agency. Die haben in diesem Monat etwas zeitiger einen Bericht geschrieben, haben gesagt, okay, Backdoors sind schlecht, die Schaden, den sie anrichten, sehr viel größer als das, was wir Positives daraus bekommen könnten. Sogar wenn wir die allerbeste Gesetzgebung haben, wird es die Technologie, die es gibt, verschlechtern. Und das ist eine sehr, sehr schwierige Lösung, um damit zu arbeiten. Woanders in der Welt, im April des Jahres in Australien, gab es eine Defense und Strategic Goods List, wo es um die Versorgung mit Verschlüsselungstechnologien ging. Und das hat eine ganze Menge Leuten echte Sorgen gemacht, weil es dabei nicht nur um tatsächliche Militärtechnologie geht, sondern es könnte auch sowas Einfaches sein, wie einen Vortrag auf einer Computerkonferenz zu halten. Sie hatten eine grauenhafte Regelung zur Verschlüsselung. Sie hatten die Notwendigkeit, dass die Industrie Cleartext klaren, die unverschlüsselte Daten aufbewahren müsste. Sie baten die verschiedenen Telefonhersteller, ein biometrisches Identifizierungssystem hinzuzuführen. Wir sprechen über Indien im Übrigen, sind von Australien zu Indien gewandert inzwischen, und das sollte dort also in Telefone eingebaut werden, was natürlich eine Sicherheitslücke öffnen würde, um zum Beispiel Code von der Regierung in dieses Telefon einzuspielen. Es gab ein paar Treffen mit der indischen Regierung, aber Apple hat dort zumindest nicht mitgemacht. In Ägypten wurde der Zugang zum Signal Messenger geblockt. Und das wird auch noch weiterhin interessant sein, denn nachdem Ägypten diesen Zugang geblockt hat, hat Signal mit einem Update geantwortet, das Domain Fronting benutzt, um den Signal-Verkehr zu verschleiern. Und es sieht halt aus, als ob man zu Google geht, und das ist eben ziemlich schwer zu blockieren. Man kann es zwar immer noch blockieren, aber dann müsste man eben auch ganz Google blockieren. Und das erhöht schon mal den Einsatz für die Zensur. Das heißt, man kann nicht nur ein System, sondern muss natürlich auch andere Sachen blockieren. Und das macht es sehr schwierig für Regierungen, die Technologie zu blockieren. Auch noch ein paar gute Nachrichten. In den Niederlanden haben sie sich sehr für die Verschlüsselung ausgesprochen, sehr stark dafür, um das eben ein bisschen entgegenzuwirken, um gegen Verschlüsselung anzukämpfen. Und die Vereinigten Nationen haben auch anerkannt, dass Verschlüsselung und Anonymität notwendig sind für die Meinungsfreiheit und auch Leben schützt. Wir hatten auch sehr viel neue Verschlüsselungstechnologie gesehen. WhatsApp hat Ende-zu-Ende Verschlüsselung eingeführt, standardweise. Es hat über 1 Milliarde Benutzer und die mussten gar nichts tun. Facebook hat Ende-zu-Ende Verschlüsselung eingeführt in ihrem Messenger, aber nicht standardmäßig. Also so ein halber Schritt, es muss noch weitergehen. Also Encryption als Standard ist wirklich das Ziel. Googles Allo gibt es Verschlüsselung nur im Incognito-Modus. Das muss man aber selber manuell auswählen, auch wieder nur ein halber Schritt. Und Signal hat einen Zuwachs von 400% Zuwachs an Download verschrieben können, und zwar seit dem 8. November, an dem Trump gewählt wurde.
Es gibt auch Fortschritt auch im Web. Das Let's Encrypt-Projekt gibt Zertifikate zu mehr als 21 Millionen Webseiten. Und das ist kostenlos. Und ja. Mehr als die Hälfte der Seiten, die in Firefox und Chrome geladen werden, benutzen HTTPS. Hier sehen wir ein Diagramm für Firefox. Und wir sehen, dass wir die 50%-Marke geknackt haben. Android ist ein bisschen hinterher. Aber dennoch, das ist ein sehr positiver Trend. Und die Zeit, die Leute auf sicheren Webseiten verbringen, ist ungefähr zwei Drittel. Also was sehen wir, wenn wir nach vorne sehen, nach 2017? Also wir werden wahrscheinlich mehr Gesetze sehen. Eine Sache, die Politiker gelernt haben von den ersten Crypto Wars, ist, dass es gefährlich ist, eine spezielle Lösung vorzuschlagen. So wie in den 90er Jahren, es wurde sofort auseinandergenommen und gezeigt, dass es keine gute Idee ist. Deshalb haben sie jetzt einen anderen Ansatz, anstatt also ein Ziel zu geben, das angegriffen werden könnte, muss man jetzt eben sagen, okay, die Firmen müssen eben die Arbeit übernehmen, dass wir den Zugang bekommen. Und sie erlassen Gesetze, ähnlich, damit eben technische Assistenz von den Firmen geliefert werden. Und das ist dann Sache der Firmen, wie das gemacht wird. Und es gibt viel, viel mehr öffentlichen Druck auf die großen Provider. Also man will keine Gesetze haben, die Verschlüsselung schwächer machen. Immer wenn es eine große Auseinandersetzung in der Öffentlichkeit gibt, wo es also darum geht, dass Verschlüsselung im Mittelraum spielt, dann wird öffentlicher Druck tatsächlich weiter bestehen. Und es gibt ein paar Länder, wo es jetzt tatsächlich Aufregung darüber gab, dass Leute diese Technologien vernutzen wollen und das aber weiter blockiert wurde. Zum Beispiel in Brasilien, wo sie WhatsApp dreimal pro im Jahr jetzt blockiert haben, ein paar der Führungsebene dort eingesperrt haben und die haben dann glaubhaft versichern können, dass es für sie unmöglich ist, dort weitere Informationen rauszugeben, aber solchen Druck wird es weitergeben. Und gleichzeitig wird es das Problem geben, an den Endpunkt der Verschlüsselung zu kommen. Es wird sehr viel mehr Malware geben und gleichzeitig werden die Leute versuchen, darauf zu achten, dass sie verschlüsselte Endpunkte verwenden, um nicht ausspioniert zu werden. Eine weitere wichtige Vorhersage: freie und Open-Source-Software, Kryptographie ist here to stay. Sie wird hier auf jeden Fall bleiben. Es gibt eine ganze Menge Open-Source-Projects. Es gibt eine ganze Menge Industriefirmen, die tatsächlich dahinter stehen, versuchen, dort eine Backdoor einzubauen. Das ist etwas, was tatsächlich nicht gut funktioniert. Es ist ziemlich ineffektiv, das in Open Source zu machen, weil man die betreffenden Teile einfach auskommentieren und es ohne das Ganze kompilieren könnte. Die Herausforderung ist, dass diese Software dann tatsächlich zum Teil vom Alltagsleben von Menschen zu machen. Eine weitere wichtige Sache, wie wir weitergehen müssen, ist, die Entscheidungsträger können wir tatsächlich erreichen. Es ist möglich. Wir führen Anhörungen durch und wir müssen versuchen, ihnen klarzumachen, es geht um Security versus Security.
schlechte Verschlüsselung, schwache Verschlüsselung ist auf lange Sicht tatsächlich etwas Schlechtes. Die Lobby, gegen die man da steht, nämlich gegen die Exekutive, die ist natürlich sehr stark, aber die Technologienutzer können tatsächlich einen Unterschied machen. Was kann man also selbst tun? Wenn man Programmierer ist, einfach gleich von Anfang an Ende-zu-Ende Verschlüsselung einbauen. Dort muss es tatsächlich sein. Wichtig ist auch, an der Usability zu arbeiten. Das Ganze muss für Milliarden von Menschen tatsächlich benutzbar sein. Für Websites einfach alles verschlüsseln. CertBot benutzen, das ist ein Bot, der mit der Initiative Let's Encrypt zusammenarbeitet und Zertifikate davon benutzbar macht. Es gibt eigentlich keine Entschuldigung mehr, keinen HTTPS auf Webseiten zu verwenden. Und für Einzelpersonen achtet einfach darauf, tatsächlich Entschlüsselung zu verwenden. Es gab da diese rote Flagge eines Verantwortlichen aus der Regierung, der sagte, das ist die rote Linie, über die es nicht gehen darf, wenn plötzlich alle Menschen starke Verschlüsselung benutzen. Und genau das sollten wir tun. Es geht darum, dass so viele Menschen wie möglich starke Verschlüsselung verwenden. Bleibt aktiv, achtet drauf, was losgeht, worum es geht. Seid dabei, pusht enge Verschlüsselung weiter. Vielen Dank. I'll take some questions. And we'll take some questions. So, ihr könnt euch jetzt gerne an den Mikrofonen aufstellen, wenn es eine Frage gibt. Wir haben jemanden an Mikrofon 1. Funktioniert das hier? Microphone one. Ah ja, jetzt. Ja, vielen Dank für diesen großartigen Vortrag. Das war sehr, sehr interessant. War sehr schön zu sehen, wie die EFF und die Kollegen versuchen, gegen schlechte Ideen vorzugehen. Ich habe eine Frage, bei der es um dieses Argument geht, dass wenn Verschlüsselung illegal ist, dann benutzen ja nur die Bösen Verschlüsselung. Heißt das, dass es überhaupt nicht sinnvoll ist, Gesetze gegen Verschlüsselung zu etablieren, weil die Leute dann es tatsächlich nicht verwenden werden? Ist das etwas, was in Washington so angekommen ist? Oder gibt es tatsächlich schlüssige Gegenargumente? Das, was ich gesehen habe, ist, dass zunächst mal, wenn Verschlüsselung illegal ist, dann wird das jeder benutzen. Dann wäre man eben kriminell, indem man Verschlüsselung benutzt. Aber etwas, das Politiker versuchen zu machen, ist, um an die am weitesten verbreitete Verschlüsselung zu kommen. Also sie werden sehen, dass es eben Open-Source-Projekte gibt, die es eben auch außerhalb ihrer Gesetzgebung gibt, die sie nicht stoppen können. Und die bösen Buben sind eben eine Möglichkeit, da trotzdem dran zu kommen. Und was man davon ableiten kann, ist, dass es nicht darum geht, einfach gezielte Verschlüsselungen von einem einzelnen Person zu gehen, aber sie möchten eben Zugang zur Massenkommunikation haben. Also eben zum Vorhersagen zu können, wer etwas Kriminelles machen kann, bevor es... Gut, Mikrofon 4 hat eine Frage. Hallo. Die Annahme, die Sie da treffen, dass wir in einer Demokratie leben, sodass der Kampf zwischen euch und der Regierung ein gesunder Kampf ist, aber der Übergang von einer Demokratie zu etwas wie einem autoritären Regime, wie in der Türkei zum Beispiel, scheint sehr schnell gehen zu können. Haben Sie einen Plan B? Haben Sie etwas in der Hinterhand für den Fall, dass so etwas passiert? Außer, dass man natürlich sich auf die Verfassung berufen kann. Haben Sie irgendwelche Pläne für Fälle, wo eine Gruppe reaktionärer Politiker einfach plötzlich die Rechte einer demokratischen Gesellschaft beschneiden? Ja, das ist einer der Gründe, warum man Verschlüsselung verfügbar hat. Damit, wenn später dann in Autorität
autoritären Staat gibt, damit das dann eben weit verfügbar ist. Für die, die in einem autoritären Regime leben, kann da sehr direkt helfen, indem sie eben die Informationen schützt und Überwachung entgegenwirkt. Die Herausforderung hier ist, dass man, dass es eben die Benutzung von Verschlüsselung eben gerade ein Indikator ist, dass man etwas Kriminelles macht. Also selbst mit der besten Verschlüsselung, wenn sie dich verprügeln, bis du das Passwort herausrückst, dann hilft das natürlich nicht. Also es ist eine sehr große Herausforderung, aber das Beste, was man machen kann, ist eben im Voraus schon es möglich machen, dass jeder so viel Verschlüsselung benutzen kann wie möglich, damit es eben weniger verdächtig ist, wenn man es benutzt. Und es eben, dass es eben auch unpopulär ist, wenn man eben für beliebte Messenger sperrt, wie Signal oder WhatsApp. Und nachdem ein Land dann schon ein autoritäres Regime ist, dann muss es eben aus außerhalb des Landes die Technologien zur Verfügung gestellt werden. We've got a question from IRC, and it's, what is your view on so-called warrant-proof devices? I'm not actually sure what's meant by this, but will such warrant-proof devices and whether they will remain legal in the future? This was what Comey was referring to. He didn't want to have a world where there was something that was warrant-proof. Etwas gibt, das warrant-proof ist. I'm in favor of having full disk encryption on phones, where the government, they can try under their own power to try and get in. That's what happened. But they shouldn't be able to compel the provider to change its code. And calling it about whether something is warrant-proof is a rhetorical device that the government is using to try and set it up as a discussion about the rule of law or whether warrant should be effective, but it's missing the larger policy issues. And so I guess in some sense, when they talk about something as being warrant-proof, that may be a side effect what happens when you have strong encryption, but it is not really hitting to the heart of the policy debate. Hi. On the subject of rhetoric, it seems like in the past year or so, a bit more about 2 years, we've heard a lot about strong encryption versus weak encryption, and it seems like it's going to be more and more a tool used by those in power to tell us, well, the bad guys, they're the only people who need strong encryption. You, the common folk, the good people, you only need the normal encryption. Why would you go for the bad one? So I think you've touched on that subject, but maybe you could tell us a bit more about it. So strong encryption is really what we need, and see actually the terrible effects of this when there was a misguided attempt to have weak and strong encryption in the 90s, where there was export grade encryption and domestic grade encryption out of the United States. And so Netscape Navigator had a weakened international version, only with 56K strong keys, kilobyte keys. That turned out to be sort of an unwise policy. Aber das hat sich herausgestellt, dass es sehr, sehr ungeschickt war, politikweise. For the average person. And I think there's a couple of things I think about that. One is we've seen it happen in a kind of fail. But the second one is that, you know, when you're trying to protect yourself now, you have to protect yourself from a wide variety of threats, and you need strong encryption from those threats. And they may be an authoritarian regime, it might be a computer criminal, but the value of strong encryption is there for all these threats, and deliberately weak encryption every time that it has come out. Und immer wenn schwache Enkryptung herausgekommen ist, war es immer ein größeres Desaster. Hello. Hallo. So we've seen that governments try again. Wir haben also gesehen, dass die Regierungen versuchen, wieder und wieder Gesetze gegen Verschlüsselung zu erlassen. Was muss eigentlich passieren, sodass dass solche Gesetze nicht immer wieder erlassen werden? Also es gibt wenig, mit dem man sie davon abhalten kann. Außer den Druck abzubauen, der von den Gesetzeshütern kommt. Aber ich glaube, der Schlüssel ist, die Politiker zu überzeugen,
anstatt überhaupt nichts zu erlassen, einfach etwas zu erlassen, das die Verschlüsselung stärkt. Und ich bin sehr erleichtert über die Entscheidung der niederländischen Gerichte und natürlich auch der europäischen Cybersecurity-Gruppe sprechen sich auch sehr für Verschlüsselung aus und sagen, dass es eben etwas ist, das vorteilhaft ist zu haben. Tut mir leid, dass ich Ihre Blase jetzt kaputt machen muss, aber in Niederlande haben letzte Woche ein Gesetz erlassen, das es ihnen erlaubt, sich in jedes hackbare Device auch tatsächlich reinzuhacken und es der Regierung erlaubt, Backdoors zu kaufen. Ich habe das versucht, so aktuell so wie möglich zu haben, aber vielen Dank für die Information. Ja, ich glaube, dass das etwas, das in Zusammenhang stellt mit dem Punkt, dass man gegen die Endpunkte geht. Angriffe gegen die Endpunkte sind eine normale Lösung, um die Verschlüsselung Ich habe noch eine Frage aus ISC, die Folgendes sagt. Was können wir tun, um Politiker aufzuhalten, damit sie nicht nur einfach Falsche nicht machen, sondern auch gar keine erst Symbolpolitik durchführen, wie zum Beispiel nach den Attacken in Berlin, wo es um mehr Videoüberwachung geht, die gefordert wurde. Was können wir tun, dass Politiker versuchen, Gesetze zu erlassen, die gegen das Problem nicht helfen? Das ist ein allgemeines Ding. Immer wenn es ein Incident gibt, also wie einen Terrorangriff, haben die Gesetzgeber immer einen großen Wunsch, etwas zu tun. Und dieses Etwas mag nun eben nicht direkt mit dem Problem in Bezug zu stehen. Sie wollen halt einfach zu ihren Wählern gehen und sehen, hier, ich habe das getan. Und Teil davon ist eben, dass man die Wähler zu informieren, damit sie nicht so leicht davon getäuscht werden. Und die Repräsentanten anzurufen und ihnen zu sagen, dass man starke Verschlüsselungen will und dass man nicht diese Methoden will. Die andere Sache, die effektiv sein kann, ist, dass Gesetzgeber nicht gerne dumm dastehen möchten. Und wenn sie etwas tun, dass eine technologische schlechte Antwort ist und man zeigen kann, wie ineffektiv es ist, dann kann das manchmal helfen, den Politikern zu sagen, dass es eine schlechte Entscheidung war. Dieses Argument wird oft dargestellt als zwischen Bürgern und Regierung. Und ich möchte aber vorschlagen, ein anderes Argument vorschlagen, nämlich dass fremde Staaten eigentlich Verschlüsselung sehr, sehr viel mehr brauchen als noch Privatpersonen, weil sie sich gegen Verbrechen wehren müssen. Ja, absolut. Also manchmal ist das auch ein Argument, das mit den Gesetzgebern wirkt, wenn sie nicht so besorgt sind über die Bürger direkt, aber eher um die Balance, über ein Gleichgewicht der Mächte zwischen verschiedenen Ländern. Wenn man eine Hintertür einer Regierung gibt, zum Beispiel eine großartige demokratische Regierung, die ihre Macht nur sehr weise einsetzt, was tut man dann, wenn die anderen Regierungen dann Zugriff darauf fragen? Und viele Gesetzgeber verstehen, dass das eine große nationale Sicherheitskomponente ist, dass man gut verfügbare, starke Verschlüsselung hat. Beispiel, es gab ganz viele E-Mails, die veröffentlicht wurden von der Democratic National Committee. Und vielleicht jetzt, wenn Sie darüber nachdenken, ja, vielleicht hätten wir das verschlüsseln sollen. Vielleicht hätten wir bessere, stärkere Verschlüsselung benutzen können. Und das ist eben schwierig, gegen die angreifenden Staaten zu kämpfen. Und das muss man schwierig machen. Hi,
Hallo, vielen Dank für den Vortrag. Es war ziemlich aufregend zu hören, dass es tatsächlich in den US ein Gesetz gibt, der die Verwundbarkeiten sozusagen einsetzt. Gibt das auf der ganzen Welt auch in anderen Staaten? Also ich muss klar machen, der Vulnerable Equity Process ist kein gesetzgebender Akt. Das ist etwas, das von der Exekutiven kam. Es war nicht von den Gesetzgebern in Auftrag gegeben worden, sondern von der eigenen Autorität der Exekutiven gemacht werden, um es ist also, dass man machen könnte, in einen gesetzgebenden Prozess zu machen, um Regierungen dazu zu zwingen, das Gleichgewicht herzustellen. Aber ich weiß nicht, dass es schon mal vorgeschlagen wurde. Okay, das war es soweit. Vielen Dank an alle nochmal, dass ihr hier wart.